läuft ein spannender Film im Fernsehen. Der Film handelt nämlich vom Krieg. Aha. Ja, Fatih. Stell dir vor, Fatih. Eine ganze Stadt haben sie mit einer Bombe zerstört. Interaktivität, bilateraler Diplomatie generiert Friedenspolitik und Kriegspoesie. Neuigkeiten, Monotonie wie noch nie und perfektionierte Klonanatomie. Aufbruchstimmung in die Zeit nach der Zeit. Gottes gegebene Sinnlosigkeit und Suche nach erlösender Weisheit bringen uns in das Reich absoluter Freiheit. Der Wirtschaftlichkeit, Waffenexklusivität und NATO-Exposés, Kollateralschäden im Namen der Humanität. Einsicht kommt nicht und wenn, kommt sie zu spät. Die Trägheit der Massen führt zu Passivität. Informationskassation, Diktaturen, Rehabilitation. Eine ganze Nation unter organisierter Konfusion und terminierter Administration. Wusstest du schon, die Maschine läuft und nichts läuft ohne ihre Einzelteile. Und sie wird geölt mit Öl und Menschenkinder gebeint. Schön ist das nicht, doch wen interessiert? Im Angesicht der Weltlage pressiert. Und was passiert? Nichts, außer die nächste Katastrophe, die nächste Plage, das nächste Gegengewicht auf der nächsten Weltkarte. Wo ist die schöne Illusion, die ich mal hatte, warte. Stop, stop, stop the destruction. In Nightmare World. Stop, stop, stop the destruction. In Nightmare World. Helden fallen im Knie tiefes Blut und verrecken dann in ihrem Hightech-Tool. Bootcamp für sadistische Idioten. Sie spielen Krieg und fühlen sich wie Patrioten. Präventivschläge gegen die Achse des Bösen. Unzählige Raketen, um die Probleme zu lösen. Voraus Kommandos machen die Sache klar. Zensur auf aller Ebene ohne Kommentar. Harte Devisen für die Sicherheit der Welt. Gekaufte Diktatoren morden fürs Geld. Diplomatisches Chaos stört den Frieden. Hätte doch jeder die Sache anders entschieden.